Shalom Aleichem, wir lernen weiter Tariag Mitzvot, 613 Mitzvot von der Tora, heute mit 219. Die Mitzvah, das Gebot, jeden Korban mit Salz zu salzen. Es ist eine Mitzvah, auf jeden Korban, auf jeden Opfer mit Salz zu legen. Soll er legen Salz auf jeden Art von Korban. Korban Ola, Korban Schlamim, Korban Chatat, ob es jetzt Rind, Lamm, Ziegenbock, Kalb, egal wie alt, von jung bis alt, alle Korbanot auch von Geflügel, von Taube, alle Menachot, alle Speisopfer in alle gebratene oder gebackene oder frittierte Arten, überall muss legen Salz. So wie es steht geschrieben im dritten Buch Mosche, Vayikra, Kapitel 2, Pasuk 13, Alkol Korbonecha, Alkol Korbancha, Takriv Melach. Auf alle, Kol bedeutet Hakol, everything, Kol, Hakol, Alkol Korbancha, Takriv Melach. Wir wissen, dass die Mitzvah von dem Korban ist zu opfern und zu verbessern und zu veredeln, und koscher zu machen, die Seele von dem Mensch, der sie opfert. Und um seine Neshome zu erwecken, muss er bringen gute, schöne, angenehme, teure, schmackhafte Sachen, die er selbst liebt, und das zu geben zu dem Ribbono shel Olam, zum Kohen, zum Bet HaMikdash. Und auch Salz hat diesen Wurzel, weil Salz macht die Sachen Peula Schlema, vollkommene, vollständige Handlung. Und da fehlt es gar nichts, weil da wird aufwecken seine Kraft, seine Gedanken, seine Vorstellungskraft, die Sache mehr. Jede Sache ohne Salz schmeckt nicht sein Geruch, und schmeckt auch nicht seinen Geschmack. Ich habe nicht gewusst, das war mir ganz neu, dass Salz schenkt auch einen anderen Geruch bei den Sachen. Das war mir ganz neu durch den Vorbereiten, dem Shiur. Und wir wissen alle von unserem Leben, wie viel Rolle spielt es Salz. Zu viel Salz, gibt kein Salz. Manchmal das Essen ist super. Du machst einen schönen Salat oder eine schöne Suppe oder ein schönes Gericht. Ein bisschen Salz fehlt, ist nicht vollkommen. Zu viel Salz ist auch nicht gut. Also Salz zeigt Vollkommenheit, Vollständigkeit. Nicht umsonst auf jeden Tisch bis heute, weil unser Tisch ist wie ein Altar, müssen wir noch weiter heute Salz auf den Tisch legen. Außerdem, Salz kann die Sachen schützen, verlangsamen dem Verfaulheitsprozess. Sachen werden schnell kaputt. Und jede Sache, die man will, soll bleiben. Fisch kann man salzen, Fleisch kann man salzen. Und es rettet die das Verlust und die Verdauerheit. Und genauso, wenn ein Mensch bringt eine Korban, die Salz rettet ihn von dem Verlust. So wie wir wissen, das steht geschrieben in Talmud, dass Tzedakah geben, Spende geben, etwas von mir zu geben, deshalb ist 10%, es salzt deine Vermögen, es schützt dein Geld, wenn ein Mensch gibt Tzedakah, gibt etwas von sich, er macht damit eine große Sache, um sein eigenes Vermögen, um seine eigenen Finanzen in eine bessere Hände zu halten, soll nicht kaputt gehen. Diese Mitzwa ist ganz mit vielen Einzelheiten, dass alle Korbanot wurden gesalzet vor dem, dass sie kommen rein auf dem Misbeach. Sogar der Misbeach selbst, seine Rampe und die Ecke von dem Kevesh waren alle mit Salz. Es gibt nichts auf dem Altar ohne Salz.
Außer drei Sachen, die Nesachim, die Gussopfer, Wein und Öl, da passt nicht Salz. Blut, also wenn man spritzt Blut auf dem Rituale, was waren im Bet HaMikdash, und auch dem Holz. Man legt nicht auf dem Holz Salz. Und das ist eine Tradition, eine Kabbalah, das steht nicht geschrieben in die Schriften. Aber wenn einer hat doch gemacht eine Korban ohne Salz, der Korban ist kasher, ist in Ordnung. Außer Mincha, außer diesen Spende, Speise, Opfer ohne Salz, ist nicht koscher. Weil dort steht geschrieben, bei dem Menachot, Velota Schbit, Melach, Brite, Lokecha, Meal, Minchatecha. Wir haben gesehen, im dritten Buch Mosche, Kapitel 2, Passuk 13, dass bei den Speiseopfer dort, wenn hat man nicht gelegt Salz, muss man alles wegschütteln und machen neue. Nur dort es zügert. Diese Mitzwa vom Salzen, dem Korban, dem Opfer, ist in die Zeit von Bet HaMikdash, bei den Männern von dem Kohanim. Und wenn eine hat vergangen, hat zerstört diese Mitzwa und er hat eine Korban, ein Opfer oder ein Speiseopfer von Pflanzen gebracht ohne Salz, hat er zwei Sachen gemacht. Eins, hat er verloren und annulliert und vergessen, eine Gebot zu machen, die Korbanot zu salzen. Und zweitens, er zerstört auch, er vergeht auch eine Verbot, wo es steht geschrieben, du sollst nicht vergessen, zu salzen deine Korbanot. Und wie gesagt, am Anfang von die zwei letzten Mitzvot, hier gibt es zuerst ein Verbot, nicht machen eine Korban ohne Salz, und zweitens das Gebot, die Mitzwa, dem Salz zu legen. Also, vielleicht von unserem Leben, kann nicht sein ein Tisch ohne Salz, das ist klar. Aber es gibt nicht eine Pflicht, immer Salz zu schütteln auf dem Essen. Okay, aber hier gibt es zwei Mitzvot. Einmal kann ich sein eine Tisch, eine Korban ohne Salz. Und es ist eine Mitzwa, dem Salz auch dazu legen. Und der Salz ist, wie gesagt, war eine Spende von Kol am Israel, von dem ganzen Publikum, von der Gemeinde. Und das ist, wie man sagt, on the house. Das geht auf dem Publikum Rechnung. Und es war auch gute qualitative Salz in verschiedene grob Größe. Und ich habe einmal gelesen, da sind gekommen zum Bet HaMikdash sogar Blocken von Salz und das hat man gelagert und es war eine ganze, es war einer, der war zuständig auf dem ganzen Salzlager. Shkoyach.